Hallo ihr Lieben, heute soll es mal wieder eine kleine Reihenvorstellung geben. Und zwar geht es heute um die Bad Girls Reihe von Rose Bloom und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Kurz, ich musste wieder mit der alten Kamera drehen, bei der neuen ist der Akku alle und ich habe noch keinen zweiten Akku. Ich habe jetzt aber nur heute Zeit zum Drehen, deswegen muss ich jetzt auf die alte Kamera zurückgreifen. Falls es euch interessiert, nicht, dass ihr euch wundert. Beginnen wir mal mit dem ersten und dem zweiten Teil der Bad Girls Reihe und zwar ist das die Geschichte von Gwen und Mike. Ich würde sagen, ich kann die Bad Girls Bücher nicht direkt einordnen. Ich würde es irgendwie als Zwischending zwischen New Adult und Erotikroman aus dem einordnen, weil ich finde, es ist kein richtiges New Adult, es ist aber auch kein richtiger Erotikroman. Also es ist so eine Mischung aus beiden irgendwo zwischendrin. Es ist halt einfach ein Liebesroman, sagen wir es einfach mal so, mit Erotik. Im ersten und zweiten Teil, wie gesagt, geht es um die Geschichte von Gwen und Mike. Gwen ist Angestellte in einer kleinen Autowerkstatt, die nicht immer ganz legale Geschäfte tätigt. Sie verdient dadurch aber sehr, sehr gut und hat einen guten Lebensstandard und lernt eines Tages auf dem Junggesellenabschied ihre Cousine Mike kennen. Die beiden merken sofort, dass da eine gewisse Anziehungskraft ist zwischen den beiden, aber Gwen hat dann irgendwie doch nicht so richtig Lust, sich auf irgendwas einzulassen und verschwindet einfach. Was Mike sehr, sehr schade findet und er hat natürlich keine Möglichkeit, mit Gwen in Kontakt zu treten, denn sie hat ihm nicht die Nummer gegeben oder irgendwas und er ist da schon ein bisschen traurig drüber. Aber wie das Schicksal es so will, treffen die beiden sich in einer sehr prekären Situation wieder, denn Mike ist Polizist und Gwen stellt sich die Frage, kann da mehr zwischen den beiden entstehen, denn wie gesagt, durch ihren nicht ganz legalen Job ist es irgendwie nicht so einfach, mit einem Polizisten zusammen zu sein. Dann spielt die Vergangenheit hier der beiden auch noch eine gewisse Rolle mit in der Geschichte. Und ja, wie es bekanntlich ist, die Vergangenheit holt einen irgendwann ein und man muss sich mit dieser auseinandersetzen. Und so ist es auch in dieser Geschichte. Und ja, es ist sehr, sehr interessant zu lesen. Mehr möchte ich von der Handlung her auch gar nicht verraten, sonst verrate ich euch viel zu viel. Ich kann auch zum Inhalt vom zweiten Teil nichts sagen, weil es direkt an den ersten anknüpft. So, erstmal zum Inhalt, komme ich jetzt erstmal zur Handlung. Ich muss sagen, die Handlung hat mir im Großen und Ganzen ganz gut gefallen. Ich fand es irgendwie ein bisschen schade, dass teilweise die Situationen und diese Zufälle in der Geschichte ein bisschen zu übertrieben waren. Also es gibt Zufälle in dieser Geschichte, ganz ehrlich, die können so nicht passieren. Das ist einfach total unrealistisch, dass so ein Zufall existiert. Vielleicht gibt es das ja, vielleicht aber auch nicht, aber ich fand es für meine Verhältnisse ein bisschen zu viel Zufall und das fand ich ein bisschen schade, weil das hat für mich die ganze Geschichte ein bisschen unglaubwürdig gemacht. Ansonsten muss ich sagen, hat mir die Handlung ganz gut gefallen. Die Charaktere, Mike ist so ein lieber netter Kerl, er ist ehrlich, er ist Polizist, er steht mitten im Leben, er weiß, was er will und er weiß, was er nicht will. Und Gwen ist da hier ein guter Gegenpart, denn Gwen weiß noch nicht so richtig im Leben, wo sie denn eigentlich mal hin möchte, wie gesagt, mit ihrem zwielichtigen Job, das ist auch alles irgendwie nicht so einfach und ja, sie will sich eigentlich auch nicht auf eine Beziehung einlassen und ja, dann trifft sie aber halt, wie gesagt, auf Mike und man merkt, dass Gwen ein Mensch ist, der auch viele Selbstzweifel hat, obwohl sie eigentlich ein Mensch ist, der auch mitten im Leben steht und eigentlich auch genau weiß, was sie will. Und ich finde es sehr, sehr interessant und ich finde die Mischung auch ganz gut, als die beiden Charaktere dann so aufeinandertreffen und ich muss sagen, die beiden so zusammen haben sehr, sehr gut funktioniert auch. Zu den Nebencharakteren kann ich nicht viel sagen, weil da nicht jetzt so viele drin vorkommen und die spielen jetzt auch nicht so eine wichtige Rolle. Es gibt hier einen Arbeitskollegen von Mike, also so einen Kumpel halt auch, der ist recht sympathisch. Dann gibt es dort natürlich noch die Cousine von Gwen und die Werkstatt von Gwen. Dann gibt es dort natürlich auch noch einen Bösewicht und Gwens Vater spielt hier auch noch eine gewisse Rolle mit in der Geschichte. Aber ich kann zu den Nebencharakteren nicht so viel sagen. Also es spielt hier jeder seine Rolle, die er auch spielen sollte. Und jeder Charakter kommt halt auch so rüber, wie er rüberkommen sollte und wie er auch wirken sollte auf den Leser. Vom Setting her spielt die Geschichte in Frankfurt, also bei uns in Deutschland, was ich sehr, sehr angenehm fand. Denn ich lese hauptsächlich Geschichten, die ja irgendwo im Ausland spielen, in Amerika hauptsächlich. Und ja, da kommt so eine Geschichte, die in Deutschland und in Frankfurt spielt, mal so als Abwechslung gut mal mit daher. Obwohl ich es ehrlich gesagt lieber habe, wenn die Geschichten im Ausland spielen. Aber man hat es bei diesem Buch auf jeden Fall nicht gemerkt. Also ich habe während des Lesens dann auch ganz, ganz schnell vergessen, wo wir uns befinden und dass wir uns in Deutschland befinden. Das hat für mich dann überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Ich fand einfach die Szenen, wie die beschrieben worden sind und auch die Orte, wie die beschrieben worden sind, fand ich richtig gut. Und wie gesagt, ich habe da überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht, wo wir uns jetzt genau befinden. Und das hat mich auch absolut nicht gestört. Das fand ich auch absolut zweitrangig. Denn wie gesagt, die Beschreibungen von den Orten und den Szenen fand ich richtig gut und hat mir richtig gut gefallen. Vom Schreibstil her kann ich sagen, dass der mir ganz gut gefallen hat. Es war ein locker, leichter, einfacher Schreibstil, wie es auch so bei Liebesromanen sein sollte. Ich finde es ja ganz furchtbar, wenn bei Liebesromanen diese Schreibstile absolut kompliziert sind und irgendwelche poetischen Sachen da noch drin sind und nee, das ist nicht meins. Locker leicht und einfach zu lesen, das ist voll mein Ding. Das hat hier auf jeden Fall hingehauen und
Ich finde, man merkt, wenn man die Batgirls-Bücher liest, wie sich die Autorin vom Schreibstil her auch schon weiterentwickelt hat und wie sie so immer mehr ihren eigenen Groove auch findet, Geschichten zu erzählen. Und das hat mir ganz, ganz gut gefallen. Das fand ich sehr interessant zu lesen auch auf jeden Fall. Und ich muss sagen, das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, waren so Kleinigkeiten in der Geschichte. So Sachen, die so ein bisschen unlogisch auch waren. Wie gesagt, zum Abgesehen von diesen ganzen Zufällen, wie die da alle so passiert sind, dass es meiner Meinung nach so nicht passieren kann. Also wie gesagt, es sind ein paar Stolpersteine in der Geschichte, die jetzt aber auch nicht so ultra schlimm sind. Man kommt trotzdem gut durch die Geschichte, aber ich finde, ich als Leser habe das halt gemerkt und habe mir halt gedacht so, ja, okay, das ist jetzt irgendwie ein bisschen unlogisch, aber denke mir nicht weiter drüber nach. Also man sollte halt dann auch nicht anfangen, drüber nachzudenken und Sachen zu zerdenken und ja, und sagen, ah, das ist so unlogisch und ah, das ist doof, dass das jetzt so ist. Ich finde, da muss man drüber hinwegsehen über solche Sachen. Wie gesagt, es ist eine einfache Liebesgeschichte und da muss nicht immer alles 100% perfekt sein. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass mir der erste und zweite Teil von Bad Girls ganz gut gefallen hat. Ich fand das ein bisschen zu kitschig und ein bisschen zu viel und ein bisschen zu übertrieben. Und wie gesagt, diese ganzen Zufälle in diesem Buch, die haben mich schon ein bisschen genervt, aber ansonsten im Groben und Ganzen muss ich sagen, dass mir Bad Girls 1 und 2 ganz gut gefallen. Ich habe nach dem ersten und dem zweiten Teil natürlich auch noch den dritten Bad Girls Teil gelesen. Und zwar geht es in diesem Teil um die Geschichte von Charlotte und Kian. Oder Kian, ich weiß es nicht. Weil dieses Buch spielt auch wieder in Deutschland. Und ich muss sagen, dass mir der dritte Teil von Bad Girls richtig gut gefallen hat. Auf jeden Fall besser als Buch 1 und 2. Und ich finde, man merkt im dritten Teil, dass die Autorin hier schon einen großen Sprung nach vorne gemacht hat, in ihrer ganzen Art und Weise Geschichten zu erzählen und Geschichten zu schreiben. Die Geschichte von Charlotte und Kian beginnt in einer Bar. Kian ist Rechtsanwalt und Charlotte ist Barkeeperin. Und die beiden treffen dann in dieser Bar aufeinander und Kian merkt halt sofort, dass zwischen den beiden eine besondere Anziehungskraft auch ist und die Chemie auch einfach stimmt. Und Charlotte merkt das natürlich auch. Aber es gibt auch hier natürlich wieder Schwierigkeiten zu überwinden, denn auch Charlotte hat so ihre Geheimnisse und Kian ist halt eigentlich auch nicht auf der Suche nach einer Beziehung, denn auch bei ihm in der Vergangenheit liegt einiges im Argen und er möchte halt nicht mehr die Verantwortung für eine Person übernehmen und er möchte halt nicht mehr verletzt werden. Er möchte halt niemanden mehr an sich ranlassen, dass er halt verletzt werden kann und ja, bis er dann halt Charlotte trifft und alle seine Vorsätze über den Haufen wirft. Und ich muss sagen, ich fand die Geschichte einfach richtig, richtig gut. Ich mochte die beiden Charaktere wirklich sehr, sehr gerne. Ich mochte Charlotte, ich mochte Kian. Ich mochte, wie die beiden miteinander agiert haben und ich finde, die zwei haben zusammen auch wirklich richtig gut gewirkt. Und ja, vom Setting her befinden wir uns wieder in Frankfurt, wie in den ersten beiden Teilen auch. Aber auch hier, fand ich, hat man das beim Lesen sehr, sehr schnell vergessen. Vom Schreibstil her kann ich sagen, dass die Autorin hier schon wieder einen Sprung nach vorne gemacht hat. Also ich finde, man merkt, dass sie sich hier auf jeden Fall schon weiterentwickelt hat und dass sie hier auch schon eine gewisse Routine reingekriegt hat ins Schreiben und gewisse Dinge auch anders angeht und gewisse Dinge auch anders erzählt, als sie bei den ersten beiden Teilen. Und das hat mir richtig gut gefallen. Ansonsten kann ich sagen, dass die Handlung für mich auch sehr, sehr gut war. Sie war nicht so überzogen und so zufällig wie die ersten beiden Teile. Also ich kann es jetzt noch tausendmal sagen, es tut mir leid, aber diese Zufälle in den ersten beiden Teilen, das war mir einfach zu viel. Und das fand ich beim dritten Teil schön, dass das eine Geschichte ist, wie sie auch wirklich passieren könnte und nicht mit extrem vielen Zufällen und dann noch die Vergangenheit, noch das passiert und das passiert und zufällig hat die damit zu tun. Also das war in diesem Buch nicht so, es war eine einfache, schöne Geschichte mit einem Plot, mit gewissen Plot-Twists in der Geschichte und die ich auch komplett nachvollziehen konnte, wo ich keine Probleme hatte beim Lesen und wo ich nicht gesagt habe, so irgendwie ist das unlogisch. Also das war's nicht und das fand ich richtig gut und deswegen muss ich sagen, dass mir der dritte Teil auf jeden Fall richtig gut gefallen hat und auf jeden Fall besser als Band 1 und 2. Wer von euch Lust hat auf eine Geschichte mit taffen Mädels, mit coolen Kerlen, mit einer Geschichte, die in Deutschland spielt und wo auch alles vielleicht nicht so ist, wie es auf den ersten Blick erscheint, dann solltet ihr euch die Bad Girls Reihe von Rose Bloom auf jeden Fall mal anschauen. Der vierte Teil kommt jetzt, glaube ich, demnächst auch mit raus. Und ich muss sagen, die Bücher sind nicht so ultra lang. Also sie sind zwischen 180 und 220 Seiten, glaube ich. Also man hat sie auch relativ schnell mit weggelesen. Und wie gesagt, der dritte Teil hat mir richtig gut gefallen. Und ich kann sie euch, was das betrifft, nur empfehlen, wenn ihr gerne Liebesgeschichten lest, die nicht allzu lang sind, wenn ihr sagt, ihr hättet gerne mal eine Geschichte, die ein bisschen knackiger ist und ein bisschen kürzer ist, wo ihr nicht das Gefühl habt, ihr lest 100 Tage an einem Buch, dann schaut euch diese Geschichte auf jeden Fall mal mit an und ja, ich kann sie euch, was das betrifft, wirklich empfehlen und
ich finde, man merkt wirklich, wie die Autorin sich entwickelt hat und sowas mag ich immer mitzulesen. Und wenn man so merkt, wie jemand so seinen eigenen Groove findet, wie jemand so zu seinem ganz eigenen Stil halt auch findet. Und das finde ich, das merkt man bei den Büchern und das hat mir richtig gut gefallen. Von daher, wenn ihr Bock auf so eine Geschichte habt, schaut euch Bad Girls von Rose Bloom auf jeden Fall mal. Meine kurze Reihenvorstellung zu den Bad Girls Büchern von Rose Bloom. Ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken. Wenn ihr die Bücher schon kennt und schon gelesen habt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr sie findet. Ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.